Was zunächst nach einem einfachen Brand aussieht, hat spektakuläre Konsequenzen. In diesem 300 Meter hohen Sendeturm in den Niederlanden war am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute versuchten noch, den Brand zu löschen, doch dann geschah es. Der rund 200 Meter hohe Stahlmast stürzte in sich zusammen. Glücklicherweise wurde das Gebiet vorher evakuiert, sodass niemand zu Schaden kam. Aber der spektakuläre Einsturz hat sogar noch spektakulärere Folgen. Als zweitgrößter Sendemast der Niederlande sorgte er für Empfang in weiten Teilen des Landes. Nun können tausende Menschen viele öffentlich-rechtliche Fernseh- und Radioprogramme nicht mehr empfangen. Die betroffenen Stationen versuchen ihre Programme entweder über das Internet oder über Kabel zu senden. Die genaue Ursache des Unglücks ist noch nicht geklärt.